Liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Follower, liebe Hater, ich wünsche euch aus dem idyllischen Bodrum einen wunderschönen Sonntagabend und möchte mich heute anhand einiger Dinge, die ich mir notiert habe, zu den Vorwürfen von Panorama String F, das am Dienstag online sowie im Fernsehen abends ausgestrahlt wurde, heute äußern. Ich habe so etwas noch nie gemacht, aber noch nie gab es gegen mich im Fernsehen oder online durch ein Fernsehprogramm, durch ein Internetprogramm den Vorwurf, dass ich Menschen, Kunden, Mitarbeiter, Kollegen abziehen würde, dieses Wort wurde so genannt, abziehen würde, benachteiligen oder betrügen würde. Oder das Wort Omas, Opis genannt. Ich möchte auf all das heute kurz und schmerzlos, sachlich, höflich, freundlich eingehen. Es wurde behauptet, dass ich ein Betrüger bin. Ich mache diesen Beruf, den ich mache, seit 22 Jahren. Den Bereich Optimierung mache ich seit September 2013, sprich knapp 8 Jahre. Jetzt erst, nach 8 Jahren, ist es wohl einem deutschen TV-Sender zu Ohren gekommen, Göker macht Optimierung, Göker kommt zurück, Göker ist back. Göker ist weder back, noch kommt er zurück, denn Göker war nie away. Göker war nie weg. Ich war immer schon da. Ich habe meinen Job immer gemacht. Still und ruhig. 8 Jahre Optimierung. Ja, über 20.000 Kunden. Niemals ist jemand zur Polizei Anzeige erstattet. Dass es über 20.000 Kunden sind, wurde nie erwähnt. Ja, dass bei Finanzcheck Rhein-Main GmbH 4 Kunden Anzeige erstattet hätten, will ich nicht abstreiten, aber auf die Gründe gehe ich ein. Fakt ist jedoch, dass dort über 6.000 Kunden optimiert wurden. Warum die 5.996 Kunden, die sich nicht beschwert haben, die euch Überweisungsbeleg bei Verwendungszweck Dankeschön mit Smileys geschickt haben, die sich bedankt haben, dass sie mit 55, 60, 65 deutlich geringere Prämien bei gleichen oder besseren Leistungen nun in Zukunft haben, sich bei uns bedankt haben. 5.996 von 6.000. Und dass 4 von 6.000 sich beschwert haben, das wurde nicht erwähnt. Auf all diese Dinge möchte ich heute eingehen. Zuallererst möchte ich Ihnen mal sagen, dass ein Betrüger, ich denke mal so, weil ich bin keiner, sich im Hintergrund hält. Der steht nicht auf, tritt vor eine Kamera, so wie ich es heute mache, nimmt dazu Stellung. Diese Leute leben im Untergrund oder im Hintergrund. Ja, die sahen bestimmt Geld ab, aber stellen sich nicht hin und machen bei Instagram, YouTube oder Facebook noch mit ihrem Gesicht Werbung. Müsste ja 16 Mal bescheuert sein, wenn ich Leute abziehen will, alte Menschen abziehen will. Wobei ich hier sagen möchte, schwöre auf das Leben meiner Familie und ich würde auch unter eine Stadt versichern, dass ich noch niemals einen Mitarbeiter, einen Kollegen, einen Vertriebs- oder Geschäftspartner sowie Kunden, Mandanten bewusst oder unbewusst auch nur um einen Cent, ich schäme mich das Wort betrügen in den Mund zu nehmen, nicht einmal um einen Cent benachteiligt habe. Niemals in meinem Leben. Deswegen bin ich im Vertrieb seit 22 Jahren. Deswegen sind mehrere hundert Menschen, und wir gehen auf die 1000 zu, beim Göker-Konzept dabei. Deswegen sind in meinem Broadcast-Unterricht mehr als 3000 Menschen. Deswegen sind in meinem Mentoring-Bereich über 200 Teilnehmer. Und so weiter und so fort. Ein Betrüger setzt sich nicht hin und macht aktiv Werbung. Ein Betrüger kassiert das Geld und hält die Schnauze. Ein Betrüger würde niemals selbst Kundengespräche führen. Er würde das machen lassen. Mit Abstand der aktivste meiner Geschäftspartner bin ich selbst. Ich optimiere jeden Tag. Ich lasse es nicht andere Menschen machen. Ich mache es vor. Ich bin nicht der Anführer, der hinten mit der Peitsche steht und auf Leute schlägt. Ich bin der Anführer, der vorne weggeht und sagt, mach mit, mach's nach, mach's besser. Es wird vorgeworfen, dass 4 Menschen uns angezeigt haben. Haben sie. Stimmt. Dieser Vorwurf ist berechtigt. Es gibt 2 große Marktführer, den Namen ich nicht nenne. Gegen einen
laufen aktuell Anzeigen von über 82.000 Menschen. Mehr als 82.000 Menschen haben die angezeigt. Das Unternehmen gehört einer Deutschen, gehört Deutschen. Ich habe noch nie im Fernsehen Berichte gesehen, dass gegen die von Panorama oder Co. recherchiert wurde, investigativer Journalismus von der Dame, obwohl 82.000 Ermittlungsverfahren gegen die laufen. Und gegen das andere Unternehmen am Markt laufen nur 40.000 Ermittlungsverfahren. Aber beim Türken sind es vier. Vier Kunden, die wir optimiert haben, die im Nachhinein bei der Versicherung angerufen haben und denen von einem Sachbearbeiter mitgeteilt wurde, dass diese Optimierung nicht stattfindet, die uns aber schon bezahlt hatten. Obwohl in den Policen steht, bitte zahlen nach Policenerhalt. Denn auch das haben wir geändert. Früher hatten wir, sie können zahlen, wann sie wollen. Und jetzt sagen wir unseren Mandanten, bitte, erst machen wir unsere Arbeit, dann bekommen sie ihre Police, die können sie sich in aller Ruhe ansehen. Und wenn sie damit zufrieden sind, dann kommen wir zu allerletzt. Dies ging per E-Mail und per Voicemail an alle Vertriebspartner hinaus. Lange bevor es diese Sendung gab. Lange bevor es diese Sendung gab, haben Kunden uns Geld überwiesen und wir haben sie ihnen zurückgeschickt, weil das Ganze noch nicht polisiert war. Diese vier Kunden wurden von Sachbearbeitern nachweislich, die E-Mails haben wir, die E-Mails liegen der Polizei vor. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese vier Punkte Ermittlungsverfahren gegen uns eingestellt werden. Das wurde natürlich nicht erwähnt. Ja? Diese vier Kunden haben ihr Geld zurückbekommen. Drei sofort. Ein armes Opfer über 7.000 Euro war ja zu sehen. Diese Frau hat auch vollständig ihr Geld zurückbekommen. Die Firma Finanzcheck, und ich bin nicht der Inhaber und nicht der Besitzer und nicht der Geschäftsführer, hat aufgrund von Corona-Maßnahmen bei dieser Dame darum gebeten, per E-Mail, zwei Raten, eine sofort, eine in zwei Wochen, hat 3.500 Euro tilgen zu dürfen. Die Dame hat dem zugestimmt. Es liegt kein Rechtsanwaltsschreiben vor. Bis heute versichere ich unter Eide statt, liegt weder uns per Mail, per Fax, der Finanzcheck Rhein-Main GmbH, ein Schreiben eines Rechtsanwalts vor. Aber es liegt ein E-Mail-Verkehr vor, wo sich die Firma Finanzcheck mit Einverständnis der Kundin auf zwei Raten geeinigt hat. Und die Kundin bestätigt auch in der Sendung, dass sie die Summe erhalten hat. Es gibt Millionen Abzocken, über Millionen, Hunderte von Millionen. Es laufen Strafverfahren im Bereich Milliarden gegen deutsche Unternehmen aus der Finanzdienstleistung. Diese vier Geschädigten, die alle ihr Geld zurückbekommen haben, bei denen wir nachweisen können, dass eine Umstellung, Tarifoptimierung stattfand und in 4 von 6.000 Fällen der Versicherer, der Sachbearbeiter bestimmt unbewusst eine Fehlinformation an den Kunden weitergeleitet haben, sich später dafür auch entschuldigt haben, ging es um 13.000 Euro. Ist ein Schaden entstanden? Nein. Haben die Kunden die 13.000 Euro zurückbekommen? Ja. Und das kommt ins Fernsehen? Für 13.000 Euro, die bevor diese Sendung am Dienstag ausgestrahlt wurde, Wochen, Monate davor, hatten die Kunden ihr Geld zurück. Wurde auch nur eine Person entdeckt, ein Kunde, einer von 6.000, dem wir einen Schaden hinzugefügt haben? Natürlich nicht. Die MEG hat über 120.000 Vollversicherte. Von 2003 bis 2010 unter meiner Führung als Vorstandsvorsitzender. 120.000 plus X. Gab es jemals eine Gerichtsverhandlung wegen einem geschädigten Kunden? Wegen einem? Nur wegen einem? Nein. Niemals. Kann hier Dr. Fritz Wester eine Auskunft geben. Der hat ja alle Unterlagen. Niemals. Aber ich werde an den Pranger gestellt. Ich. Weil ich Mehmet Gülke heiße? Machen wir weiter. An circa 50 bis 60 Vertriebspartner von mir, Bürgerkonzept-Teilnehmer, hat der NDR per E-Mail ein Schreiben geschickt. Sind Sie zufrieden? Werden die Provisionen pünktlich ausbezahlt? Wir haben davon zig E-Mails. Ihr kriegt mal gleich hier etwas eingeblendet. Wo ihr seht, dass Berater von uns dem NDR antworten, wie zufrieden sie sind, dass sie ihr Invest verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht haben und dass sie glücklich sind, am Gürker-Konzept teilzunehmen. Warum?
wurde nicht eine einzige von über 50 positiven Rückmeldungen hier am Dienstag veröffentlicht. Warum diese einseitige Berichterstattung? Wenn doch diese E-Mails dem NDR und der Redaktion vorliegen. Warum? Ich weiß es nicht. Will man mich diskreditieren? Warum diese einseitige Berichterstattung? Warum diese aggressive Fragestellung der Moderatorin, die in ihren Fragen so gestellt hat, dass die Leute schon negativ antworten mussten? Warum holt man die 4, 5 in die Sendung, lässt die anonym auf? Ich trete hier nicht anonym auf. Die sagen ja angeblich die Wahrheit. Warum muss jemand, der anonym auftritt, in einem Rechtsstaat in Deutschland, anonym auftreten, wenn er die Wahrheit sagt? Ich bin in der Türkei, bin doch eine Witzfigur. Ja, wenn ich Mucks mache, bin ich doch im Knast. Also von mir braucht es ja keiner zu fürchten. Aber ich stelle mich hier ohne Maske hin. Ich streche mich hier ohne, ich will hier anonym bleiben. Ich stelle mich hier, obwohl ich das nicht muss, und sage die Wahrheit. Also diese 5 oder 4, wie viel es waren, sagen, ich gehe auch noch auf die weiteren Wortwahlen dieser Person ein, auf die Aussagen, sagen, ja du, der Mehmet, der hat das und das gesagt, das und das, anonym. Es kann doch irgendjemand von irgendwoher kommen und jeden Scheiß verbreiten über mich. Danke. Danke. Aber die anderen 50, 55, die diese E-Mail ausgefüllt haben, zurückgeschickt haben, die werden nicht erwähnt. Mit keinem Wort. Die anderen 6.000 Kunden, warum wurde nicht erwähnt? Bei anderen Kunden wurde ja auch recherchiert. Die haben gesagt, es lief alles top. Warum wurde nicht ein Kunde von den 6.000 hier erwähnt, dass er zufrieden ist? Was für eine einseitige, unseriöse, was für ein investigativer Journalismus. Wow, würde Nusret sagen. Wow. Nur, dass er kein Steak anguckt, sondern diesen investigativen Journalismus. Respekt. Ja, mach's doch noch. Also es ist ja allein das jetzt schon. Muss doch einem klar aufgehen. 4 Berater, 55. 400 Berater arbeiten mit mir. Alle haben das doch gesehen. Alle. Alle. Wie viele sind denn danach rausgetreten? 2. Die relativ neu waren, haben gesagt, oh, keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch sagen, Null und Lügen. Nein, 2 sind ausgetreten. Alle anderen sagen, uns geht's gut. Wir verdienen super Geld. Wir machen weiter. Wir sind zufrieden. Wir wissen, dass es kein Betrug ist. Aber Respekt. Wow. Ja, ich bin ja der Einzige, der absagt. Ich arbeite nur mit Behinderten zusammen. Ja, ich würde Leuten dazu nötigen, dass sie sich Doktor nennen. An Unverschämtheit, Lug und Betrug nicht zu überbieten. Niemals habe ich irgendjemanden dazu genötigt oder ihm geraten, sich Doktor zu nennen. Die Leute, die sich bei uns Doktor genannt haben, waren 2 und die haben beide den Doktortitel. 1 oder 2 Personen. Der eine hatte sogar 2. Ja, Doktor, Doktor, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, der gehört sogar zu einem dieser 5 bei Ihnen. Namen möchte ich nicht nennen. Ich möchte hier später keinen Grund haben, dass das gelöscht wird. Ja? Und der hat mich gefragt, ob er seinen Doktortitel einsetzen soll. Rechtsanwalt. Ich habe gesagt, selbstverständlich. Du bist Volljurist, du bist Rechtsanwalt. Brauchen Sie Nachweise? Gar kein Problem. Anschrift der Person, Vorname, Nachname, liegt mir alles vor. Kann ich beweisen, dass er einen Doktortitel hat. Und dieser Person, dann wurde das rausgeschnitten, hier eingefügt und sagt, der Göker sagt, die soll sich Doktor nennen. Er hat mich gefragt, das wurde rausgeschnitten, dass er Doktor ist, dass er Volljurist ist. Das wurde einfach rausgeschnitten. Und ich stehe da, als ob ich jemandem sage, nenn dich Doktor, kannst du ruhig machen, weil er einer ist. Wahnsinn. Investigativer Journalismus vom Allerfeinsten. Personendaten liegen uns vor, können immer gerne rausgegeben werden, wer sie auch immer wünscht. Nicht Privatpersonen, sondern Fernsehsendungen, Fokus, Spiegel, wer es auch immer will. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Leads seien wertlos. Respekt. Ich habe 4 Arten von Leads für die Vermittler. 10-Euro-Leads. Jeder weiß, dass das Bestandskunden sind, die sich innerhalb der letzten Monate bis zu 24 Monaten gemeldet haben, die aber keine Optimierung durchgeführt haben, die wir als Bestandskunden kaufen. Dafür gibt es eine Rechnung, wir kaufen die. Gibt keine Kaltakquise. Und die Abschlussquote bei uns liegt bei 16%. Ein Lead kostet 10 Euro. Gibt es ein 20er-Paket für 200 Euro? Gar kein Problem. 16% bedeutet bei 20 Stück Abschlussquote von 3. 3 Kunden sagen, jawohl, ich bin dabei. 200 Euro Kosten, Durchschnittsoptimierung 2.500 Euro sind 7.500 Euro. Stimmt. Damit kann man absolut kein Geld verdienen. Und jetzt nehmen wir mal an, jemand ist
ein absoluter Antivertriebler. Der kann gar nichts. Der kann noch nicht mal eine Tür abschließen. Er macht nur einen von 20, weil er nichts kann. Nichts. Wurde ja behauptet, 95% haben kein Interesse. Also einer. Einer ist ja, 5% ist ja einer von 20. 2500 Euro. Riedkosten 200 Euro. Ich habe ihm gerade zu 1200% Gewinn verholfen. Kannst du bei Bitcoin investieren und lange warten, bis du 1200% Gewinn hast. Wenn das stimmt, was die sagen ja, nur 5% haben Interesse. Und jetzt sagen wir, der hat ja Interesse, aber nur jeder Zweite macht's. Dann hat er 400 Euro für Leads ausgegeben, der hat noch immer 2500 Interesse. Mehr als versechsfacht. Da musst du schon wirklich sehr einfältig sein. Ich möchte mich heute einfach sachlich ausdrücken. Du musst schon sehr einfach strukturiert sein, um hier auf 5% zu kommen. Dann haben wir die Swiss Leads. Wie der Name schon sagt, werden aus der Schweiz geliefert. Kosten 18 Euro. Bezahlen wir mit Rechnung. Da haben die Kunden Interesse. 24 Stunden Tag aktuell. Dann haben wir noch Online-Leads, die wir generieren. Da gehen die Kunden ins Internet. Ins Internet. So, nehmen wir mal an, die kosten 30 Euro. So, 10 Kunden, die ins Internet gehen, sagen, hey, ich hätte gern eine Frage zur Optimierung. Ich habe Interesse an der Optimierung. Du rufst sie zurück. Die kommen aus dem Internet, tagaktuell. Nur 2. Bei mir ist die Quote bei 7, 8. Aber du bist ein Anti-Verkäufer. Du kannst gar nichts. Wenn du einen Telefonhörer in die Hand nimmst, durch dein Atmen legen die Kunden auf. Dann machst du nur 2. 60 Euro Leadkosten, 5000 Euro Provision. Bin ich im falschen Film? Darauf berufen eure Ermittlungen, eure Recherchen, ja, auf Antivertrieblern? Das ist das ist ja Journalismus vom Feinsten. Danke, dass ihr mir hier die Möglichkeit gibt, durch euren fehlgeleiteten Journalismus sogar noch eine Plattform für meine Begründung zu geben. Auf die wäre ich nie gekommen. Vielen Dank. Ich fahre fort. Kunden würden teilweise bis zu 20 Mal innerhalb von 4 Wochen angerufen. Erlogen und erstunken. Jeder, der beim Gürker-Konzept dabei ist, weiß, wenn ein Kunde sagt, er möchte nicht mehr angerufen werden, gibt es eine Nachricht in eine Gruppe und in dieser Gruppe wird der Kunde sofort entfernt. Unmöglich. Aber was will man von einem Antivertriebler arbeiten? Der muss ja begründen, warum er inkompetent ist. Der muss ja hier erzählen, du, das liegt nicht an mir. Wie viele Menschen gibt es denn, die nichts gebacken bekommen und sagen, es liegt an mir? Wenn ich einen Fehler mache, wenn es bei mir nicht funktioniert, stelle ich mich vor den Spiegel und sage, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich besser machen? Aber das sind nur 1% der Vertriebler. 99% machen sich leicht. Lack an der Sonne, Lack am Rasen, Lack am Wasser. Ich habe heute kaputte Eier gegessen. Ja, ich habe heute eine Cola Light getrunken. Das hat mir nicht gut getan. Es liegt immer an anderen. Lack an der Mutter, Lack an der Frau, Lack am Kind. Zu viel Stress, zu wenig Stress. Unser Durchschnittsklientel, so viel jetzt zu Omas und Opas. Unser Durchschnittsklientel ist 58 Jahre und 19% sind Ärzte. 2/3 unserer Kunden sind Akademiker, Steuerberater. Kann man ja wunderbar abziehen, sie alles geistig Unterbelichtete. Ironie off. Ärzte haben ja gar keine Ahnung von der Krankenversicherung. Ja, die kann man ja wunderbar abziehen. Ironie off. Steuerberater, Ärzte. Ja, verschiedene Unternehmer, vom Gastronom bis zum Großunternehmer mit Millionenkonzern. 2/3 sind Akademiker. Der durchschnittlich optimierte Kunde ist 58 Jahre und Arzt. Wo bitte findet man hier Omas, Opas? Bei mir haben sich Menschen beworben aus Callcentern, die Enkeltricks gemacht haben in der Türkei, in Izmir, Istanbul. Ich habe jeden einzelnen abgelehnt. Einen älteren Menschen, meine Mutter 76 Jahre, ich würde mir ins Gesicht spucken und ich würde mich ins Meer schmeißen und ertränken. Ja, auf meine Familie und eine alte Stadt in Deutschland werde ich versichern, dass niemals ein Mensch, egal ob er 20, 50 oder 80 ist, um einen Euro benachteiligt würde. Man kann mir vieles vorwerfen, aber niemals, ich habe eine 76-jährige kranke Mutter, niemals würde ich einem Menschen auch nur einen Cent seiner Spartes wegnehmen. Welch asoziales Wesen, nicht von diesem Planeten, muss man sein,
um so etwas zu tun. Ich habe mit solchen Menschen nie was zu tun gehabt, habe nichts zu tun, werde auch in Zukunft damit nichts zu tun haben. Dass so etwas behauptet wird, ohne Beweise, es wurde einfach nur behauptet. Es wurde einfach gesagt, Omas und Opas werden abgezogen. Am nächsten Tag steht im Fokus, im Spiegel, NDR-Kommentar, Gökhardt sieht, wie unverschämt muss ich sein, das als Mensch über einen Menschen zu behaupten, der mir niemals was Böses getan hat. Zu keiner Zeit habe ich oder ein Partner, ein Vertriebspartner meines Konzeptes jemals eine Person benachteiligt. Genau das Gegenteil ist der Fall. 50% unserer Kunden haben gleiche oder bessere Leistungen. Der Schwachsinn, dass Optimierung schwächere Leistungen bedeutet, ist schon daher auszuschließen, weil Versicherer ein MLA machen, einen Mehrleistungsausschluss. Das haben wir bei jedem zweiten Kunden. Sagt die Versicherung, hören Sie zu, der Kunde wäre besser versichert, aber aufgrund von Vorerkrankungen übernehmen wir 1:1 die vorherigen Leistungen. Mehrleistungsausschluss, Optimierung, hat vielleicht der NDR noch nie was von gehört oder die Journalisten, die hier in diesem Falle investigativ ermittelt haben, kann man bei jedem Versicherer nachfragen, gibt es bei Optimierung einen Mehrleistungsausschluss? Ja, denn oft wird zu einem Vorteil des Kunden optimiert. Wenn der Kunde gesund ist, kein Problem, kriegt er die besseren Leistungen und die günstigere Prämie. Wenn der Kunde aber gesundheitlich nicht gesund genug ist, kriegt er nur die günstigere Prämie, behält seine gleichen Leistungen. Und wenn der Kunde mal schwächer versichert ist, reden wir vielleicht über 5% Zahnersatz, über 50 Euro im Jahr weniger für die Brille oder über 600 Euro mehr Selbstbeteiligung. Aber wenn ich dem Kunden auf Basis seiner bisherigen Leistungen 4.000 Euro, 3.000 Euro, 2.000 Euro, 5.000 Euro die Prämie senke und er hat 600 Euro mehr Selbstbeteiligung, dann ist hier ein Wirtschaftlichkeitsfaktor, liebe Freunde, gegeben, dass es sich für unseren Versicherungsnehmer rechnet. Wenn er 3.000 spart, 600 Euro mehr SP hat, spart er 2.400 Euro netto. Und nur so basiert auch unser Honorar. Jeder Kunde weiß und unterschreibt ein Mandat. Wir erhalten eine Jahresprämie der Ersparnis. Er wird zu nichts gezwungen. Zentralisiert in der Mitte steht, sollten Sie dieses Angebot nicht annehmen. Keine Kosten, keine Gebühren. Warum keine Gebühren? Viele Optimierer sagen, wir erarbeiten für Sie das Angebot. Wenn Sie das Angebot nicht annehmen, 199 Euro Gebühren. Ich will kein Geld, ich will keine Kosten verursachen, keine Gebühren verursachen für eine Leistung, die der Kunde nicht abnimmt. Wenn bei uns der Kunde, wenn wir ein Restaurant wären, der Kunde setzt sich in mein Restaurant und sagt, es schmeckt mir nicht, kann er aufstehen und gehen, er bezahlt keinen Cent. Nur wenn er glücklich ist mit dem Dinner, das wir ihm zubereitet haben, kriegen wir etwas vorher Abgesprochenes. Und sogar da kommen wir jedem Kunden entgegen. Jeder Durchschnittskunde gibt uns 1,6 Empfehlungen. Natürlich, die 5.996 Kunden, die uns Empfehlungen gegeben haben, die wurden ja hier nicht gefragt. Oder wurden sie und nur nicht gezeigt? Wie die 50 Berater, die gefragt wurden, gesagt haben, beim Gökhardt-Konzept verdiene ich super Geld, wurde ja auch nicht gezeigt. Investigativer Journalismus vom Feinsten. Ich kaufe für zwei, es gibt eine WhatsApp-Nachricht, auch die könnt ihr jetzt hier gleich einsehen, wird euch eingeblendet. Ganz einfach. In der MEG-Gruppe ruft er zu 5-Sterne-Bewertungen auf. Aber es bleibt nicht nur bei der Bitte. Es werden kostenlose Leads versprochen, im Wert von 200 bis 400 Euro, dass man eine gute Bewertung schreibt. Also es wird jeder dazu genötigt. Ich kenne keinen, der keine Bewertung geschrieben hat. Ein Danke meinerseits erfolgt umgehend in Form von einem kostenlosen Paket 10 Euro Leads, also 20 Stück im Wert von 200 Euro netto als Danke. Bestellte Bewertungen also. Das erklärt offenbar den 5-Sterne-Hype. In dieser WhatsApp-Nachricht steht, hallo liebe Freunde, bitte 5-Sterne-Bewertung bei Trustpilot für das Gökhardt-Konzept. Würde mich sehr freuen. Habe ich das geschrieben? Klar habe ich's. Da gab es Vollidioten, ja, meiner Meinung nach, ich nenne ja keinen Namen, die haben über mich Dinge reingeschrieben, die nicht stimmen, um mir zu schaden. Und ich habe niemanden gezwungen, man kann der WhatsApp-Nachricht klar erkennen, dass ich höflich frage, wer möchte, bitte, können wir, die Nachricht wird ja eingeblendet, bitte, Attacke, 5-Sterne-Bewertung, freue mich. So, danach blendet diese Sendung, auf der das Dienstag gezeigt wurde, ein, wie ich dann eine WhatsApp-Nachricht verschicke in die Gruppe, in der steht, für alle als Dankeschön 200 Euro kostenlose Leads. Und der Zuschauer denkt, der Gökhardt bezahlt seinen Beratern 200 Euro, damit sie 5-Sterne-Bewertung machen. Wie asozial, der kauft sich die Bewertung. Ich sehe das, denke ich, was stimmt hier nicht?
Und jetzt seht ihr die Wahrheit eingeblendet. Wie diese Sendung WhatsApp-Nachrichten bewusst manipuliert hat. Ich schicke die Sendung mit den 5-Sterne-Bewertungen, die WhatsApp-Nachrichten in die Gruppe. Das war an einem Vorabend. Am nächsten Morgen, ich glaube gegen 8.50 Uhr, ungefähr 12 bis 14 Stunden später, poste ich als Dankeschön für alle, die diese Bewertung gemacht haben, im Wert von 200 Euro kostenlose Leads. Ein, zwei Minuten später, wie ihr auch gleich sehen werdet, schreibt einer, hallo Mehmet, ich habe auch noch schnell eine Bewertung reingehauen. Und ich antworte, zu spät. Denn die Leute, die diese Bewertungen gemacht haben, haben es freiwillig gemacht und wussten nichts von den Leads. Die habe ich jetzt erst als Dankeschön geschickt. Du hast davon gewusst, deswegen kriegst du keine Leads. Wie asozial und unverschämt muss man sein, mir, den Leuten zu suggerieren, ich kaufe Menschen, damit sie 5-Sterne-Bewertungen machen und in der Wahrheit liegen diesen zwei Nachrichten 14 Stunden Unterschied, was hier nicht gezeigt wurde. Und ich habe mich im Nachhinein einfach nur bei denen bedankt, ohne dass sie jemals wussten, dass sie was bekommen. Ihr könnt hier den Nachweis sehen. Und wie einer schreibt, ich habe auch noch schnell eine Bewertung gemacht und ich sage, nein, du hast es gewusst. Die anderen haben es nicht gewusst. Wie kann man so eine Sendung gestalten und so Menschen am Sender manipulieren? Respekt für diesen vom feinsten investigativen Journalismus. 1A. Respekt. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Wir haben hier sehr vieles erwähnt. Ich möchte eins noch sagen. Betrugswürfe zu der Zeit von MEG 2003 bis 2010. Es wurde am Anfang gut gearbeitet, aber dann hat die MEG angefangen, schlecht zu arbeiten. Kunden werden betrogen worden, später Verträge auf tote Menschen gemacht. Die Namen hätte man vom Friedhof genommen. Ist das passiert? Ein Berater hat das gemacht mit ungefähr 10 Kunden. Wurde dadurch ein Kunde benachteiligt? Nein, die Kundenadresse war ja vom Friedhof. Haben wir es davon gewusst? Natürlich nicht. Das war ja mein Nachteil beim Versicherer. Ich musste dafür Rede und Antwort stehen. Wir haben über 120.000 Kunden bei den Versicherern versichert. 10 Kunden oder 12 hat ein Berater, den wir angezeigt haben, der auf 2 Jahren zur Bewährung verurteilt wurde, in Stuttgart, in der Niederlassung Stuttgart, dazu verurteilt. Das hält man mir hier vor. Dafür, dass ich den Berater ausfindig gemacht habe, dass sie ihn angezeigt haben und dass er per Gericht in Stuttgart verurteilt wurde. Investigativer Journalismus vom Feinsten. 1A. Fritz Westphal erzählt noch, es gab 7 Ordner, wo Mitarbeiter in höchsten Tönen mich gelobt haben. So beschissen kann ich ja mit meinen Mitarbeitern nicht gearbeitet haben. Wie soll ich denn Leute abziehen, wenn die noch sagen, Mensch, ich würde für dich sterben? Es gibt halt verrückte Verkäufer. So ist diese Branche. Das sagt man mal aus der Emotion heraus. Ist doch nichts Negatives. Er sagt, ich will keinen anderen töten. Ist ja keiner, dass hier einem ein Dschihad erklärt wird. Mehmet, im Namen Allahs, ich werde jetzt für dich Menschen töten. Sondern er sagt, Mehmet, danke. Ja, auf diesen 7 Seiten gab es natürlich viele freundliche, sachliche Danksagungen. Die wurden nicht erwähnt. Der eine, der übertrieben hat, der wird erwähnt. Journalismus, investigativer vom Allerfeinsten. Es gibt auf ARD, gab es einen Bericht über PKV-Optimierung. Auch den blende ich euch gleich ein. In dem erwähnt die ARD, müsste sein, auf jeden Fall öffentlich-rechtliche, wie man als Privatversicherter durch Tarifoptimierung Geld sparen kann. Das wird mir hier zum Vorwurf gemacht. Video seht ihr gleich eingeblendet. Und dort kann man erkennen, am Schlusssatz, was sagt der Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen? Melden Sie sich bei einem unabhängigen Versicherungsmakler. Nichts anderes machen wir. Unabhängig. Es klingt ja einfach zu verlockend. Weniger zahlen als in der gesetzlichen Krankenkasse und trotzdem bessere Leistungen. Und tatsächlich für junge, gesunde Gutverdiener ist die private Krankenversicherung ziemlich günstig. Das Problem? Jeder wird älter
Viele werden kränker und mancher verdient später weniger als in jungen Jahren. Die private Krankenversicherung wird aber im Alter oft richtig teuer. Da hilft nur ein sogenannter Tarifwechsel. Sonst kann die Krankenversicherung sogar einen Großteil der Rente auffressen. Hannelore Güttner ist seit mehr als 20 Jahren privat krankenversichert. Die Diplomkauffrau aus München dachte lange, als Privatpatientin sei sie günstig versichert. Doch dann begannen ihre Beiträge Jahr für Jahr immer stärker zu steigen. Seit 1991 sind die Beiträge bei mir gestiegen um sage und schreibe 342%. Für mich alleine. Und das entspricht keiner Inflationsrate, das entspricht, ich weiß nicht, was das entspricht, aber es ist der Wahnsinn. Es ist nicht tragbar. So wie Hannelore Güttner geht es vielen. Denn Privatpatienten müssen häufig mit drastisch steigenden Prämien rechnen. Verantwortlich sind angeblich höhere Ausgaben für die Gesundheit. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn auch die Kalkulationen der Versicherungen treiben die Beiträge nach oben. So werden junge Kunden regelmäßig in günstige Tarife gelockt, beispielsweise in Tarif A. Mit der Zeit werden die Versicherten aber älter, die Krankheiten nehmen zu. Meist schließt die Versicherung dann diesen Tarif. Neue Versicherte kommen nun nicht mehr hinzu, die Beiträge steigen daher stark an. Junge Kunden werden jetzt in einen neuen Tarif B gelotst. Dort sind die Beiträge zunächst wieder niedrig. Für Altkunden wie Hannelore Güttner bedeutet das, sie sind erst einmal an den alten, teuren Tarif gebunden. Denn ein Wechsel zu einer anderen Versicherung lohnt sich meist nicht. Der Hauptgrund, dabei würden bisherige Altersrückstellungen verloren gehen. Auch der Verzicht auf bestimmte Leistungen ist in der Regel keine Alternative. Im Ernstfall müssten Behandlungen dann selbst bezahlt werden. Viele Versicherte erhöhen daher ihren Selbstbehalt. Doch das ist ebenfalls nicht wirklich eine Lösung. Denn wer krank wird, muss Leistungen dann bis zu einer gewissen Summe aus eigener Tasche bezahlen. Und dennoch, einen Rettungsanker gibt es. Privatpatienten haben nämlich das Recht, bei ihrer Versicherung jederzeit von einem teuren in einen preiswerten Tarif zu wechseln. Alle Versicherungskunden haben das Recht, jederzeit in einen anderen, günstigeren Tarif ihrer Versicherungsgesellschaft zu wechseln. Sie müssen dabei keine erneute Gesundheitsprüfung über sich ergehen lassen und es werden auch ihre bereits angesammelten Alterungsrückstellungen im neuen Tarif angerechnet. Die Sache hat nur einen Haken, wie der Versicherungsberater Georg Pitzel aus vielfacher Erfahrung weiß. Meistens versuchen die privaten Kassen, einen solchen Tarifwechsel mit allen Mitteln zu verhindern. Die Versicherer haben natürlich kein Interesse, weniger Beiträge einzunehmen. Aus diesem Grund werden Kunden, die konkret nach Tarifen anfragen, falsch informiert oder überhaupt nicht informiert. Oder wenn sie Tarifangebote bekommen, dann sind es keine Tarife, die wirklich für den Kunden interessant sein können. Wer seinen Tarif umstellen lassen will, sollte sich daher beraten lassen. Zum Beispiel von einer Verbraucherzentrale. Die Stiftung Warentest ist ebenfalls hilfreich, denn sie hat über ein Computerprogramm Einblick in die Tarife der Versicherungen und kann günstigere Angebote benennen. Auch die unabhängigen Versicherungsberater können helfen. Die neutralen Experten kennen alle Angebote der Versicherungsgesellschaften und verhandeln, falls gewünscht, mit dem Versicherer die Umstellung auf einen preiswerten Tarif. Das Einsparungspotenzial ist sehr unterschiedlich. Das hängt von den vorhandenen Tarifen ab. Das kann von 150 bis 250 Euro pro Monat und Person sein. Man kann das nicht über einen Kamm scheren, weil jeder Tarif ist im Grunde unterschiedlich und es hängt immer von der Ausgangssituation ab. Fazit: Die privaten Krankenversicherungen verraten ihren Kunden in der Regel nicht, dass es günstigere Tarife bei ihnen gibt. Wer sparen will, sollte deshalb den Rat unabhängiger Experten suchen. Für Hannelore Güttner hat sich der Wechsel in einen anderen Tarif gelohnt. Sie muss bei vergleichbarer Leistung jetzt pro Monat 250 Euro weniger zahlen. Da ist das in Ordnung, aber wenn der unabhängige Mehmet Göker ist, dann ist es nicht in Ordnung. Investigativer Journalismus vom Feinsten. Zu guter Letzt möchte ich zwei Dinge erwähnen. Es wurde dargestellt, dass ich in die Türkei geflüchtet wäre. Ich bin 2009 in die Türkei.
2012 kam ein Haftbefehl. 3 Jahre liegen dazwischen. In diesen 3 Jahren bin ich über 10, 12, 14 Mal in Deutschland ein- und ausgereist. Was genau soll deine Flucht sein? Und dann habe ich meinen Wohnsitz in Deutschland abgemeldet. Und einen Tag später wurde wegen, weil ich keinen Wohnsitz vor Ort habe, ein Haftbefehl erlassen. Der am 15. Februar, Gerichtsbeschluss liegt vor, vom Landgericht Kassel aufgehoben wurde. Nicht mit der Begründung, es ist verjährt, sondern es besteht keine Verhältnismäßigkeit. Gerichtsbeschluss liegt dem NDR vor. Was für ein Zufall, dass 10 Tage, 12 Tage, 100 Monate wurde ich unverhältnismäßig, musste ich in der Türkei bleiben, kein Problem. Und genau nach diesen 100 Monaten, ich mache 8 Jahre Optimierung, entschuldigt bitte, 7 Jahre, doch knapp 8 Jahre, kam nichts. Und genau 10 Tage, nachdem der Haftbefehl aufgehoben wurde wegen Unverhältnismäßigkeit, kommt dieser Bericht, natürlich Zufall, natürlich investigativer Journalismus, ja, und das mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, natürlich Zufall, dass vor 10 Tagen mein Haftbefehl weg ist und ich ankündige, ich komme nach Deutschland und dann irgendwelche Leute nicht vielleicht unbequem werde, Zufall, ist ja ganz klar. Alles, was zufällig zu meinem Vorteil ist, ja, ist Zufall. Alles, was ich behaupte, alles, was ich gemacht haben soll, ist alles geplant. Wie ein Betrüger. Deswegen stelle ich mich auch hin. Mit meinem Gesicht. Weil ich kein Betrüger bin. Ich mache nicht alles richtig. Ich mache viele Fehler. Mich hat meine Zeitung gefragt, ich soll meine 3 größten Fehler nennen. Ich habe gesagt, kann ich nicht. Ich habe 100 Fehler. Aber darüber rede ich mit meinem Vater in seinem Grab. Und nicht mit Menschen, die ich nicht kenne. Warum ich mich nicht geäußert habe zu diesem NDR-Bericht? Die Frau Gabrechten hat 100 Mal mich angefragt. Ich war mitten in meinem Tumor, ich hatte meine Tumoroperation, darauf wurde keine Rücksicht genommen. Am Morgen meiner Operation wurde ich 10 Mal von ihr angerufen. Darauf wurde keine Rücksicht, kein Respekt genommen. Als ich am Ende geschrieben habe, dass ich hier mitten in meinen Behandlungen bin, hat sie noch nicht mal darauf reagiert. Egal, spielt alles keine Rolle. Fakt ist, ich hätte es sowieso nicht getan, ob ich jetzt die OP hätte oder nicht. Denn ich weiß, wie alles verdreht wird. Und ihr habt heute gesehen, wie hier alles verdreht wurde. Gibt immer 2 Seiten der Medaille. Meine Hater werden nach diesen Minuten sagen, trotzdem Lügner, Betrüger. Die, die mich mögen, Fans und Follower werden sagen, wir haben es gewusst. Und die in der Mitte, die können sich jetzt ein eigenes Bild machen und sagen, hey, Recht hat er oder nö, Unrecht hat er. 100 Monate haben wir gewartet. Haftbefehl weg, rein zufällig, nach 7,5 Jahren, genau 10 Tage danach, kommt dieser Bericht. 100% Zufall. Ich möchte noch erwähnen, dass der Haftbefehl gegen mich nicht verjährt ist, sondern wegen Unverhältnismäßigkeit, hat ja nur 8 Jahre gedauert, aufgehoben wurde. Und dass ich das hier nicht wegen Geld mache. Ich könnte heute in den Ruhestand gehen und es wäre durch. Ich mache das, weil ich den Menschen eine Möglichkeit gebe, die genauso wie ich aus einem 8 Quadratmeter Kinderzimmer kommen, aus einfachen sozial schwierigen Verhältnissen aus Helleböen kommen, die gleiche Chance geben, die gleiche Möglichkeit, wie ich sie hatte. Dann die sagen, klar, aus Nächstenliebe hast du ja nichts davon. Doch, ich habe was davon. Ich profitiere mit 0,15 Cent, mit 15 Cent an jedem Euro, der umgesetzt wird, beim Bürgerkonzept mit. Aber wenn du keinen Erfolg hast, habe ich auch keinen Erfolg, dann profitiere ich mit 0. Aber wenn ich dich zum Erfolg führe, habe ich auch einen Vorteil. Bist du vertraglich ungebunden? Ja. Du kannst bei mir alles erlernen und morgen deine eigene Firma aufmachen. Alles. Du bist nicht an mich gebunden. Du bist an niemanden gebunden. Ich zeige diesen Menschen einen Weg. Denen, denen ihr keinen Weg zeigt. Wo ihr euch später beschwert, dass sie irgendwelchen Gangs beitreten, dass sie Kriminelle werden. Was soll denn jemand machen? Mit Immigrationshintergrund. Es wird gesagt, Leute verändern ihren Namen. Bei uns hat niemand mit meiner Zusage, mit meinem Bewusstsein seinen Namen verändert. Aber es gibt hunderte, tausende, die in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche ihren Nachnamen ändern, wenn sie Kunden anrufen. Warum? Weil sie besser gestellt werden wollen? Nein. Denn wenn ein Michael Müller, ein Christian Badstuber oder ein Thomas Kern anrufen, sind die Chancen ganz anders, als wenn ein Huggy Bagger
Machuli Aminzadeh oder ein ukrainischer, russischer Nachname anruft. Das sagt nicht ich. Guckt mal an beim Arbeitsamt. Die Chance, mit einem ausländischen klingenden Nachnamen genommen zu werden bei einem Bewerbungsgespräch, ist in Deutschland 8-mal schwieriger. Jemand mit ausländischem Nachnamen muss 8-mal so viele Bewerbungen schicken, wie jemand mit einem deutsch klingenden Nachnamen. Und das im Jahre 2021. Statt mir Vorwürfe zu machen, warum das in dem sozialen, in Deutschland ein soziales Problem ist, kann sich doch mal der NDR aufmachen und eruieren, warum das so ist. Warum müssen Ausländer, die in diesem Land geboren worden sind, überlegen, ob sie sich einen anderen Nachnamen zulegen, um die gleichen Chancenverhältnisse zu haben wie in Deutschland? Man sollte, bevor das Feuer gelegt wird, versuchen, dass das Feuer erst gar nicht entsteht. Okay? Mein Job ist es, Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich habe niemals jemanden betrogen, betrüge jemanden oder werde es in Zukunft tun. Eher würde ich mich schämen, ja, und selbst einen Gulli runterschmeißen. Ich bin jederzeit bereit, das an Eide statt zu versichern. Ich möchte eines bitte noch zur Kenntnis genommen wird. Ich mache das nicht, weil ich Geld brauche. Ich habe ein Haus, ich kann nicht noch in einem zweiten wohnen. Ich habe ein Auto, ich kann nicht in einem zweiten fahren. Ich habe genug zu essen, ich kann nicht doppelt essen. Ich mache das, weil es Menschen gibt, junge Immigranten, die keinen Ausweg haben, die nicht weiter wissen, als sich irgendwelchen Gangs anzuschließen oder illegal ihre Geschäfte zu verdienen. Als ich 1999 anfing, lag die Quote bei Versicherungskaufmann mit Migrationshintergrund unter 2%. Heute liegt sie über 20%. Ich habe Menschen einen Weg aufgezeigt, wie sie legal etwas aus ihrem Leben machen können. Und ich werde das weitermachen, ob ihr wollt oder nicht. Legal und niemals zum Kosten von Menschen, die mir vertrauen oder anderen. Niemals auf Kosten Dritter. Dankeschön.